Ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu Prototype 2. Weiter geht's. Wir machen mal heute G oder S. Ich würde sagen, wir... Ja, wieder G. Guella halt, also der Pate. Pate? Ja, Pate. S war, keine Ahnung, dieser Kollege von Rooks oder so. Also dieser Army-Typ, glaube ich. Also, ja. Wie gesagt, Guella machen wir jetzt, ne? Leute, 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 Leute. So, gleich sind wir auch da. Ich verwandle mich mal kurz. Was haben wir gleich dran? Gerade dran. Ah, okay. Army. Gut. Das ist super. Blackbox in der Nähe. Und die ist auch gleich da. Da. Ja. Die liegt da einfach mal. Lincoln, Meadows. Noch zwei brauchen wir. Und dann haben wir alle Blackbox hier geborgen. Und wieder wurde hier bei der Blackbox-Aufnahme da rumgeschossen. Ey, ja, hier... Da ist echt total das Massaker immer los. Naja. Das weiße Licht. Die nächste Mission steht an. Ja. Dann wollen wir mal da abrocken, meine Lieben. Commander Gallagher, this is Red Crown. Infected forces have control of the bridges leading to the Red Zone. Interrogative. Is the white light ready to deploy? Over. Roger that, Red Crown. We have white light canisters on the ready. We'll clear the way. Over. Still got a bad feeling about this white light. So, ich würde mich gleich mal verwandeln. Ja, danke. Kein Army-Typ war in der Nähe. Das ist super. Das kommt anscheinend von da irgendwann. Ja, von da kommt es da irgendwann. So, von wo genau? Da. Da müsste irgendwann der Commander Gallagher Motherfucker sein. Jo, wir sind gleich da. Dauert nicht mehr lange. Da sind sie auch schon. Wer ist das genau? Das müsste der sein. Der da... ganz cool ist. Und der genau vorm so einen scheiß Radar-Wichsteil steht, ja. Aber das ist mies. Ich könnte jetzt eigentlich einfach den... verzehren. Ich würde es am liebsten stealth-mäßig machen, aber der wird ganz schön beobachtet. Allein schon dieses Radarteil nervt total an. Von daher übernehmen wir den einfach so. Dicker! You should know better than to try shit like that on family. Figured I'd run into one of you. Alter. Diese miese Pussy, ey. Na, warte. Ich hammer gleich. So. Na, warte, Kollege. Achso, wir sollen den einfach die ganze Zeit verfolgen. Aber der Clownsprung hilft eigentlich total gerade was. Wie man sieht, wegen... egal wie schnell er rennt, ich bin gleich sofort wieder da. Mit dem Clownsprung. Ist total geil. Ich frag mich nebenbei, ob der auch geht. Ne, der wird nicht gejagt. Ne, Quatsch. Kollege, mach mal hin. Ich bin schon ein bisschen schneller als du sogar. Und nochmal Clownsprung. Boah, aber der hat echt einen Speed drauf. Also ohne den Clownsprung hätte ich das wahrscheinlich nicht geschafft, ganz ehrlich. Haut er den Heli jetzt in Stücke? Nö. Doch. Oder? Ja, der fliegt schon komisch. Ja, der übernimmt einfach mal den Heli. Alex Mercer does not tolerate disobedience. And neither do I. Willst du mich verarschen? Du willst gegen mich mit einem Heli ankommen? Hä? Warum kämpft er nicht normal? Mit einem Heli hat er eh keine Chance. Reißen Sie den Raketenwerfer ab, springen Sie mit Leertaste auf den Helikopter. Oder mit E. Ist das geil? Den Helikopter können wir jetzt auch noch entwaffnen.
und den Raketenwerfer einfach mal weggenommen. Hoho, geil. Und dick fett reingehauen. Oh, ist das geil. Oh, das ist echt geil. So eine Sachen. Dass wir einen von den Fahrzeugen einfach mal die ganzen Sachen entwaffnen können. Und jetzt kämpft er normal, oder was? Nein, soll er mal machen. Hat eh keine Chance. Aber sehr, sehr stylisch und so, muss man zugeben. Haben wir den Raketenwerfer noch? Boah, der haut aber zu. Wie findest du... Ach man, ich wollte mir gerade das Auto nehmen gerade. Und dann total auf ihn schmeißen, aber egal. Ja, ich wollte gerade das Auto nehmen und auf ihn schmeißen. Und dann kommen dadurch das schwarze Loch 10.000 Autos auf ihm gefeuert. Ist natürlich auch sehr geil. So, kurz mal gekontert. Oh, der greift aber schnell an. Alter, Alter. Boah, ey, diese miese Sau, ey. Komm nochmal. Was machst du dafür? Ja, ich war ja ganz komisch. So. Boah, das Kontern ist echt hier schwer. Ist auf jeden Fall leichter als... schwerer als in Assassin's Creed, definitiv. So. Gut. Haben wir nochmal geblockt. Und Klauensprung. So. Schwarzes Loch. Und absorbieren. Jetzt schön in die Fresse schlagen. Gesichtsheits-OP. Schönheits-OP heißt es nicht mal. Ey, ey, ich glaub's nicht. Jetzt haben wir diese Klinge, die ich meinte. Jetzt haben wir diese eine Klinge, die ich einmal meinte. Boah, Hammer, die macht so geilen, kranken Schaden. Oh, das ist nice. Die hauen wir gleich mal als Test gegen die aus. Halten sie für Tornado-Angriff. Uiuiuiuiuiui. Und auf der rechten Maustaste ist... Mr. Klaue. Kann man bestimmt auch noch irgendwie ändern. Die Angriffe sind gleich geblieben. Wie verzerrt er denn ein? Hui. Das Verzerren sah geil aus. Bams. Ich muss mal Leute verzerren, wenn ich brauche eh noch Gesundheit. Aber was wäre denn, wenn ich nicht damit zufrieden bin? Kann ich irgendwie... Halten Sie 3 gedrückt für das Machtrad. Achso. Okay. Dann kann ich wahrscheinlich sagen, ey, ich will die dicke Klinge und die Peitsche haben oder so. Father, that commander from the White Light program. Turns out he was one of Mercer's evolved. Evolved? What would they want with the cure for the virus? No clue. The one thing that can take down the infected and Mercer's protecting it doesn't make sense. Gotta figure this shit out before it's too late. Das gucken wir uns das mal an. Ja, ist schon so, glaube ich. Also, zum Beispiel, ich will auf der rechten Maustaste das haben und auf der linken das. Joa. Ich weiß nicht, sollen wir das wirklich machen? Ja, doch, doch. Ja, doch. Ich will die Peitsche auf jeden Fall behalten, wegen die Peitsche macht so einiges her. So einiges. Also heißt, die Klauen werden wir erstmal nicht mehr nehmen. Also die sind schon mal ein bisschen ausgestorben, mehr oder weniger. Also die normalen kleinen Klauen. Erstmal diese dicke Klauen nur noch. Die können wir ja verbessern. Explain yourself. They were... Sir, they were on top of her. And you stepped in and saved her. You might as well have saved a cow or a lab rat.
One more incident like this and I'll NJP you. Dismissed. Ja, da war gerade so ein starker Upgrade und dann bin ich kurz weggegangen und dann ist es weg gewesen. Moment, kommt es gleich wieder, wenn ich da ein bisschen weiter weggehe? Wenn nicht, dann scheiß drauf, dann machen wir diese Sternmission. Stärke Upgrade, bitte. Stärke Upgrade. Schade. Kein Stärke Upgrade. Da war ein Stärke Upgrade auf der Minikarte und dann wollte ich nochmal zurück, weil ich das dann erst gesehen habe und dann war es weg. Ey, geil. Könnt ihr nochmal zurückspulen, das sieht man da auf der Minikarte. Ah, verdammter Scheiße. Hätte ich mir gerne genommen, Bau entdeckt. Dann würde ich mal sagen, wir holen erstmal das Blackbox-Teil und danach machen wir den Bau. Wir wollten eigentlich Blacknet, aber scheiß drauf, Bau ist immer geiler. Ah, der geht die Action richtig ab. Aber wo ist Blackbox? Ist die vielleicht hier versteckt? Ja, wir kommen auf jeden Fall schon ein bisschen näher. Aber wir verlassen es auch. Okay, das ist schon ein bisschen tricky. Ah, da kommen wir näher. Oder sind wir, da sind wir sowas von richtig. Oder ist er? Da ist er! Blackbox! Geborgen! 2 von 3. In Fulton. So, wo war jetzt der Bau? Der Bau war eigentlich irgendwann hier. Oder geht er denn auch automatisch weg, wenn man das Gebiet verlässt? Feldagent in der Nähe. Naja. Dann wollen wir mal. Und schon fertig. Es ging schnell. Definitiv. Es ging ein bisschen zu schnell, wie ich finde. Naja. Wir sind ja ein starker Bub, ne? Kein Wunder. So. Wird er beobachtet? Ne, der wird gerade nicht beobachtet. Deswegen können wir den gleich mal verzehren. Nice, nice. These files should be in some archive somewhere. Why? What are they? Intelligence gathered on James Heller. Here in the quarantine zone. And you're carrying it with you? Pardon me. I need to be somewhere else right now. Dann geh mal, tschüss. So, Blacknet, überspringen, Mutationsbedingungen, Macht spezialisiert. Uiuiuiui. Ja, aber trotz dessen verlassen wir mal kurz das Gebiet hier. Und gucken mal, wenn ich noch irgendwie so einen Bau finde oder so. Bau entdeckt, dann machen wir es kurz noch, schnell. In den Part. Wir sind gerade bei 12 Minuten, scheiß drauf, machen wir schnell. Bau betreten! Das würde wahrscheinlich noch länger dauern, also sind wir dann bei 16 Minuten circa. Würde ich schätzen, aber mal gucken. Egal, machen wir das Bau schnell mit, den Bau. Da kommen schon die ersten Heinis von der Disco. Ach, meine sind größer, Alter. Kein Ding. Ach du Scheiße. Kommt denn da raus? Ja, nicht gerade so geil. So, Kollege, ich greife mal von hinten an, wenn du nichts dagegen hast, ne? So ausweichen. Ich finde, am besten ist eigentlich gegen diese Viecher immer ausweichen. Also nicht diese Schildattacke, glaube ich, ehrlich gesagt. Aber naja. So, jetzt können wir den hier machen. Zack. Nice. Boah, ist der in Stücke gerissen worden. Alter, Alter. Geht ziemlich ab. So. Kurz mal verzieren. Und durch da. Boah, das Blut spritzt, ey. Spritz, spritz. Mein lieber Scholli. Na, kommt da wieder einer raus? Ne, oder nicht? Na, okay, da kam einer raus, aber irgendwie war er schon tot. Weil ich ihn nicht so schön finde. Das war echt blöd. Ach, da scheiße, jetzt kommen da aber welche. Oh, jetzt haben wir da auch noch einen Dicken befreit. Natürlich nicht so geil ist. Nebenbei. So. Da. So. Oh oh. Also wir haben schon viele Typen mit Daumen gekloppt, aber noch nicht so wirklich einen verzerrt, was sehr, sehr scheiße ist. Wie viel Schaden macht das eigentlich? Oh, gut, dass ich gerade Schild gemacht habe, ey. Ich brauche
muss unbedingt einen verzehren, ey. Echt. Oh, zum Glück habe ich jetzt gerade irgendeinen kleinen Infizierten verzehrt, ey. Zum Glück. Jetzt komm, verzehren, jawohl. Gesundheit erstmal aufladen, ey. Alter, Alter. So. So. Und verzehren, jawohl. Boah, Alter, sieht das geil aus. Das sah echt geil aus. Spider-Man-Style bisschen hatte das, ne? Hatte was von Spider-Man, ganz ehrlich. Aber sehr nice. So, gleich mal das nächste Ei hier zerstören. Da kommt nichts raus, das ist super. Keine böse Überraschung. Neuer persönlicher Rekord. Boah, das ist doch gut. Das gefällt mir. Einfach mal hier durchschlitzen. Kam dann 4 raus? Ja, beim einen Ei nicht, aber bei denen. Und der hat auch dieses Upgrade. Also gut. So. Ich will mal kurz verzehren, Kollege. Ich will mich mal kurz gerade nicht mit dir prügeln, aber passt schon. Dann kümmere ich mich jetzt um dich. So. Ah, hab mein Schild an. So, jetzt dürfen wir verzehren, glaube ich. Jawohl, verzehren. Und jetzt haben wir das Upgrade, was auch immer. Auf jeden Fall haben wir irgendein Upgrade gekriegt. Boah, Alter. Gehen die down, ey. So, kurz geblockt, beziehungsweise gekontert. Auch geblockt natürlich. Boah, ey. So. Jetzt machen wir was auch mal auf die andere Art und Weise. Alter, Alter. Der eine Typ hat auch gar keinen Arm mehr, wie man sieht, ne? Moment. So, hier auch rüber. Alter, ich muss einen verzehren wieder mal. Boah, ey. Ich glaube, ich kann den gleich mal verzehren, ey. Kann ich ihn verzehren? Jawohl. Super, Gesundheit, komm zu mir. Und so. Clown verbessert. Hä, aber die Kleinen? Ich dachte, die Großen. Ja, auch gut. Aber ich will die Klauen jetzt nicht anwenden. Ich will die noch haben. Ja, ich will die noch haben. Gut, dass wir gerade gekontert haben. So. Schade. So. Und weiter drauf, das Gemetzel. Nochmal kurz geblockt. Und... verzehren und bam mit vollem Turbo drauf. Jawollo. Aber wir müssen noch 2 infizierten Pustelnteile zerstören, die wir noch nicht zerstört haben. Einfach mal drauf. Das sah geil aus. Kommt, das machen wir auch nochmal bei denen, weil es so geil aussah. So, alle bitte drauf, bitte. Heute ist mal Tag der offenen Pusteln. Kein Plan. Baum besiegt in Fulton. Und dann nochmal hier alles in Schutt und Asche legen. Wie ein Bau halt zu sein soll, ne? Gut, hätten wir das geschafft. Wir sind schon bei 18 Minuten, Alter. Mann, Mann, Mann. Naja, bisschen länger der Part, auch gut. So, dann werde ich erstmal hier den Part beenden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Prototype 2 wieder. Tschö.